Moin Leute, willkommen hier zurück auf diesem Top-YouTube-Kanal. Und zwar bei Bigwimbo. Wir sind hier wieder bei Metro Exodus. Und wir haben hier diese nette Dame kennengelernt, da drüben in ihrem Bunker, die hier allein gegen die letzten Banditen in der Kaspischen Wüste kämpft. Ja, und jetzt sind wir kurz davor, irgendwo reinzugehen. Das ist ja nicht mein Licht, das ist ihr Licht, ne? Ja. Jetzt sind wir kurz davor, in diesen Bunker reinzugehen. Und da soll ja die Kommandozentrale sein, die auf jeden Fall Miller, also unser Boss, so Wert drauf legt. Ja, und da sollen wir jetzt hingehen. Also, das ist auf jeden Fall das, was sie jetzt eigentlich sagt. Oder ich habe jetzt eigentlich gedacht, da geht's rein und irgendwie muss ich jetzt hier irgendwas betätigen. Das ist doch ein Aufzug hier, oder nicht? Da muss es doch hier irgendwo einen Knopf geben. Oder irgendeinen Hebel oder irgendwie sowas. Ich habe jetzt leider nichts gesehen. Da oben ist was. Ja, genau. Kommen wir nicht hoch? Ist das die Frage, ob wir jetzt hier rein müssen? Da ist ja auch eine Tür. Ah ja. Dann doch da rein. Dann machen wir mal unser Nachtsichtgerät an. Beziehungsweise vielleicht geht es auch ohne. Ich weiß es nicht. Ich probiere es erstmal aus. Es ist aber stockdunkel hier. Komm, machen wir mal die Lampe erstmal. Der an. Strom ist schon lange weg. Wir müssen ihn einschalten, um das Tor zu öffnen. Okay, Strom ist lange weg. Die Tür öffnet sich erst, wenn wir den Strom einschalten. Schalte den Okay. Strom ein. Da. Also das mit dieser Waffe werde ich hier nie verstehen. Ah ja. So funktioniert das also. Hoffentlich ist das nicht dieses Ding, wo man den Strom einschalten soll. Also habt ihr das gesehen, wie das hier mit diesem Ding hier funktioniert? Das ist ja echt der Hammer, gell? So, wo kann man den Strom hier einschalten? Kann doch alles nicht so schwer sein. Da. So, die Birnchen zeigen auf grün. Solange die Birnchen auf grün zeigen, ist alles in Ordnung. Oh, wir haben noch ein paar Schränke.
Jemand muss den Strom bewachen. Machen wir doch glatt. Ich schaue mich erstmal noch ein bisschen hier um, weil das macht ja irgendwie Sinn. Ist ja hier richtig groß hier. Noch ein Schrank. Und den hier für ein Teil. Da geht es ja auch noch irgendwo runter. Was man hier so alles findet. Ein Haufen Spinnen über den Weg gelaufen. Okay, hier ist nichts eigentlich. Dann wieder die Treppe hoch. Wenn du Mamas Bild siehst, bring es mit. Dann werde ich dir ewig dankbar sein. Ja, klar doch. Spinnen. Was waren das für Kriechdinger hier? Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich hier hinlaufen muss, ne? Okay, Leute, es sieht ganz so danach aus, als ob wir hier drauf springen müssten irgendwie. Was war das? Das ist ja
wir denn hier für einen Hebel? Ja, die Frage ist jetzt, in der Kommandoetage müsste irgendwo ein Archiv mit Satellitenbildern existieren. Ich muss die neuesten Bilder besorgen, die auf nach dem Krieg datieren, der 2013 beginnt. Ja, gut. Auf jeden Fall hier irgendwo. Ist hier ein Hebel oder was soll das hier sein? Gibt eigentlich gar keinen anderen Weg. Verstehe ich nicht. Kommt man denn hier in diesen Aufzug rein? Da draufballern oder was? Na, irgendeine Stimme habe ich jetzt gehört, aber er fragt mich nicht, was das sein soll hier. Oder übersehe ich hier irgendwas? Das hier kein Ding.
kann man aber auch nichts anstellen hier, oder? Kommandozentrale. Was hier passiert jetzt? Schon mega gruselig hier, also muss man schon sagen. Was für ein Viech, ey. Hat Wirkung gebracht. Nee, kann ich jetzt dann natürlich nicht viel erkennen, ne?
Auch hier überhaupt keine Bilder, ehrlich gesagt. Das ist ein Haufen Rechner hier. Okay, das da unten war eher sinnlos. Das haben wir jetzt kapiert. Geht hier eine Leiter hoch? Ist hier Strom oder was? Keine Ahnung, Leute, ey. Hier liegt eine Maske auf dem Boden. Ja, sieht ganz so aus, als müssten wir hier runter in dieses Loch. Boah, Leute, das ist schon krass, ey. Da bringt dieses Teil auf jeden Fall was. Da ist noch ein Viech irgendwo. Das Kabel aus der Decke. Also hier müssen wir Licht anmachen, so gut es geht. Damit vertreiben wir die Spinnen. Muss ich mir sagen lassen, ne? Von meiner Freundin da.
So langsam verliere ich den Überblick. Wo ich hier überhaupt bin. Einen Sprung in seiner Maske. Muss er irgendwie zukleben. Also Leute, irgendwie findet man hier nichts Gescheites bis jetzt. Gut, man muss ja dazu sagen, wir haben auch noch nicht alles erforscht. Das ist ja hier riesengroß. Diese komische Zentrale oder was das hier sein soll, ey. Da haben wir von hier sind wir gekommen. Da stellt sich die Frage, wo wir jetzt hier weiter müssen, ne? Das ist ja alles hier. Da müssen wir dran. Da müssen wir Strom herstellen. Hast du das gehört, Artyom?
Ja, hab ich. Und weiter. Ist doch zum Aufzug oder was? Beziehungsweise Aufzug, das ist ja hier ein Nebenraum. Schön hell hier übrigens. Brauchen wir auch kein Licht. Können wir ausmachen. Oh, ist ein Messer im Kopf. Stepanitsch, wir sind ohne Paddel einen beschissenen Fluss hinaufgefahren. Aus den Erdspalten, die das Erdbeben aufgetan hat, kommt nun Gas, und zwar giftiges Gas, wenn mich nicht alles täuscht. Bislang bewahrt uns das Lüftungssystem davor. Aber was passiert, wenn der Strom wieder ausfällt? Oder wenn noch ein Beben kommt und die Erdspalten sich noch mehr öffnen? Ich habe den Chef gefragt, aber der lässt nur wieder das Übliche hören. Sitzt dir den Arsch im Büro und dreht deutlich. Es geht also noch weiter runter in den Keller, ey. Ist aber schon eine ganze Weile hier unten. Ne? Wie groß diese Kommandozentrale ist. Adios. Ich versuche, die unteren Etagen zu öffnen. Also gut, wo war das Ding? Ah, da! Na bitte! Das Lüftungssystem arbeitet normal. Alles Personal hat die allgemeinen Anweisungen zu befolgen. Ist halt schon die Frage, was wir hier machen sollen, ne? Also irgendwo müssen ja diese Sachen sein, die gefordert werden. Diese Bilder und das Bild von der Mutter, auch von unserer Freundin da oben. Es sah gerade so aus, als ob da irgendwelche Leute sitzen am Tisch. Sieht auch gerade so aus, ja. Da waren wir jetzt auch noch nicht, okay? Auf jeden Fall, sobald die Lichter hier angehen, sind die Spinnen weg. Wenn die Lichter hier ausgehen würden, hier, das wäre hier die Hölle, ey. Das könntest du hier gar nicht abballern.
Okay, was haben wir hier? Geht ja hier noch weiter, ey. Das ist ja echt nicht normal, du. Schnell raus hier. Boah, ich hab's echt hier gerade, geht es nur, im Prinzip geht ja nur dieser Weg da hinten, es geht gar nicht anders. Und hier kommen wir nicht weiter, hier kommen wir auf keinen Fall weiter. Oder? Oder durch dieses Loch? Nein. Nein, das ist hier falsch. Wir gehen auf jeden Fall da hinten durch diesen Toilettengang oder was das da ist. Moment mal, sind nur die kleinen Spinnen, okay, aber ich habe schon gerade Schock, Panik gekriegt. Das Klo. Aber hier geht es auch noch weiter irgendwie. Also die Toiletten auf der anderen Seite, okay. Das ist also sowas wie ein Duschgang hier sozusagen. Das hat mich allein schon, diese Tür hat mich jetzt erschrocken, ey. Geht jetzt hier wieder da lang. Artyom, die Verbindung bricht ab. Du bist zu tief. Ich habe aber eine Idee. Wie gefällt dir das, Artyom? Wenigstens kannst du mich auf diese Weise hören. Laut Plan kann die Tür zum Archiv nur von innen und von Hand geöffnet werden. Du kannst aber durch den Lüftungsschacht hinein. Such im nächsten Raum einen Eingang. Mhm. Es sind auch Videokameras, die hier funktionieren. Gut. Lüftungsschacht. Also, dass das so groß ist, das habe ich mir auch nicht so vorgestellt, ehrlich gesagt. Aber gut. Hier sind wir auch schon eine halbe Ewigkeit hier. Das ist ihre Mutter. Das ist das Bild ihrer Mutter, krass. Thank you.
Da ist ja auch noch ein Raum, ey. Ne, von da sind wir ja gekommen. Ja, irgendwo müssen doch hier diese Bilder sein, oder was auch immer verlangt wird. Was ist denn das hier? Bestimmt dieser Lüftungsschacht. Jetzt haben wir auch mal hier diesen Sinn von dieser. Hier sollen wir lang gehen, oder? Ballert schon wieder nicht. Also was ich hier nicht verstehe ist,
Ja, das ist jetzt das einzigste Gewehr, was wir hier noch haben. Wir schalten jetzt auf Notstrom um. Das sollte für den Aufzug reichen. Wenn du die Karten schon hast, dann warte einfach auf den Aufzug. Was für Karten? Ich blicke überhaupt nichts mehr hier. Warum muss ich eigentlich immer die Drecksarbeit hier machen, während die anderen da draußen sind? Okay, hier gibt es auf jeden Fall schon mal nichts zu holen. Da war ein Buch. Also besonders interessante Sachen haben wir hier aber nicht jetzt gefunden, ne? So wie ich das sehe. Ah doch, hier ist da was, eine Kassette, nochmal eine Aufnahme. Wir haben endlich die Daten über die größten Ballungszentren. Und nun wird klar, dass unsere Hoffnung eines zu finden, das vom Angriff verschwunden liegt, ist ausgegeben. Ja, aber irgendwie haben wir 2013, hier muss es sein. Hier muss irgendwas sein, was wir nehmen müssen. Die Bilder. Da ist was. So, vollständige Karte. Prima. Dann können wir zum Aufzug gehen.
Wenn ich wüsste, wie ich da hinkomme wieder. Ist ja nicht wieder in diesen Schacht rein, oder? Nein, das ist dieser Aufzug. Das ist der. Genau. So, hier Dampf. Der Aufzug ist jetzt nicht da. Den Druck hat schon gesehen. Dann muss ich es jetzt ausschalten. Ich will nicht, dass du da stecken bleibst. Ich schalte das Licht jetzt aus. Na super. Kommen wir jetzt doch nicht mit dem Aufzug raus. Ich kann doch nicht das Licht hier ausschalten jetzt. Schnell, Aktion! Den Generator! Und ich werden hier ohne Licht gestört. Ja, ich schalte ja selber nicht aus ohne Licht, also. Was ist hier? Der Strom reicht nicht. Wir stehen bald im Dunkeln. Scheitern! Artyom, Gyul, schnell weg von hier. Solange das Licht an ist, greifen Sie uns nicht an. Los, los, los! Tja, wir haben die Karten. Jetzt müssen wir sie zum Oberst bringen. Übrigens habe ich da einen Wagen mitgebracht. Der steht am Dock. Erstaunlich, dass der Aufzug trotz der Risse im Bunker noch funktioniert. Meine Mutter sagte mir, dass sie ihn und viele andere Sachen oft reparieren mussten. Ragmet,
Danke, Artyom. Das ist für dich. Vater gab sie mir, als ich klein war. Damir sagt, ihr habt ein kleines Mädchen in eurem Zug. Gib sie ihr. Sie soll ihr Glück bringen. Ihr habt Glück. Die meisten Munalbeiler sind auf einem Raubzug. Wenn sie hier wären, wärt ihr bereits tot. Aber jetzt haben wir die Chance, etwas zu ändern. Hör zu, ich sage dir, wohin du gehen musst. Wenn du draußen bist, dann geh rechts. Die Straße hat früher zum Hafen geführt. Anna müsste dort irgendwo sein. Melde dich bei ihr. Sie hat vermutlich etwas Interessantes gefunden. Ich bleibe hier und versuche, mehr über diese Ölbohrer herauszufinden. Sobald ich nützliche Informationen habe, erstatte ich der Basis Bericht. Sag mal, Giul, wie ist dieser Baron hier an die Macht gekommen? Meine Leute haben ihr Schicksal selbst gewählt. Was? Sie sind aus freiem Willen Sklaven geworden? Ja, ja. Die Munalbeiler sagen, arbeite für mich, ich beschütze dich. Und sie haben also, einfach zugestimmt. Also, bis dann, Jo. Viel Glück. Die Munalbeiler sagen, betet die heilige Flamme an. Und sie haben wieder zugestimmt. Auf Wiedersehen, Artyom. Dann hatten sie wohl keine große Wahl. Sie hätten kämpfen können. Kämpfen und sterben, aber nicht als Sklaven. Nicht jeder ist bereit dazu. Man muss bereit sein. Ich bin immer bereit. Und deshalb kämpfst du alleine. Den Baron würde ich sogar alleine erledigen. Angenommen, du erwischst ihn. Was kommt dann? Also ich fahre jetzt mit der Karre weg und der Typ flirtet da weiter mit ihr. Interessante Sache. Ergibt Sinn, nehme ich an. Ja, natürlich. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, auch im richtigen Leben. Immer muss ich irgendwie was anderes machen und der andere bleibt da arbeiten. Gut, Leute. Was ist Anna hier? Dr. Sand, ich bin in der Nähe des Hafens und beobachte die Hauptstraße. Hier tut sich was. Nichts Ernstes bislang, aber etwas Verstärkung wäre ganz gut. Verstanden, Anna. Ich leite deine Koordinaten an unsere Späher weiter. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. Also Leute, ich habe per Funk mit dem Boss dieser Zugbande gesprochen. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Zum einen ist dieser Boss ein waschechter Oberst. Und er macht hier keine Vergnügungstour, oh nein. Er wurde vom Oberkommando zu einem Einsatz hergeschickt. Bezüglich der Details war er recht vage. Wobei der Begriff Einsatz auch geheim impliziert. Und wenn ihr glaubt, das ist alles, dann liegt ihr schwer daneben. Habt ihr eine Ahnung, woher dieser Oberst kommt? Direkt aus Moskau. Ich hab schon lange nicht mehr so gelacht. Aber das ist noch immer nicht alles. Dieser Clown will unser Wasser, unseren Treibstoff und das Transitrecht. Ein vernünftiger Mann, nicht wahr? Und im Gegenzug wird das Oberkommando uns später sicherlich belohnen. So eine Hühnerkacke habe ich schon lange nicht mehr gehört, Leute. Ich weiß nicht, wer dieser Oberst ist und wer ihm erzählt hat, dass wir alle Vollidioten seien. Aber das können wir nicht durchgehen lassen. Deshalb folgendes. Wer auch immer mir ein Mitglied dieser Zugbande lebendig bringt, wird reich. Auf einen Gast aus Moskau bin ich echt neugierig. Weitermachen, Leute. Der Baron hat gesprochen. So, Leute, an dieser Stelle werden wir auch das Gameplay beenden. Es ist schon mittlerweile hier dunkel geworden. Ich habe auch gar nicht das Licht hier angemacht im Hintergrund.
Das macht die ganzen Aufnahmen auch ein bisschen, da sehe ich ja auch schon ganz gruselig aus in der Kamera. Ja, wir haben aber auch schon viel erreicht. Also wir haben die Kommandozentrale leergeräumt und ja, jetzt machen wir uns auf den Weg halt zum, wo auch immer hin wir jetzt fahren. Das hat uns ja hier das Mädel erzählt. Das werden wir dann beim nächsten Mal erfahren. Es hat Spaß gemacht, hier wieder zu zocken und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir hier Metro Exodus weiter zocken, die Kaspische Wüste. Also, in diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend und auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Gameplay. Macht's gut, bye bye, ciao.